Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, bei unserem Stadtgespräch aus dem Center West. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind und ich freue mich eigentlich für Sie, dass Sie wieder dabei sind. Hier zum Jahreswechsel mit einem ganz besonderen, speziellen Stadtgespräch stelle ich mich ein mit einem wie immer speziellen Gast, auf den ich mich sehr freue, auf den ich lange gewartet habe. Heute ist er endlich hier, der steirische Barde, möchte ich fast sagen, der Gerd Steinbecker. Schön, dass du da bist, freue mich sehr. 2016 vielleicht, dass wir einen schönen Auftakt finden, es ist fast der klassische Auftakt. 2016 ist zu Ende, 2017 das neue Jahr beginnt. Jetzt frage ich den Gerd Steinbecker mal sicherheitshalber nicht, aber irgendwelche Vorsätze fürs neue Jahr oder hat fast Gerd Steinbecker Vorsätze? Nein, ich fasse nie Vorsätze. Das ist was, das habe ich mir fast. Das habe ich mir fast. Ich denke auch niemals zu weit voraus, weil ja sowieso immer alles anders kommt, als man denkt. Hat sich das in deinem Leben auch so bestätigt? Absolut, absolut. Ja, das reden wir ja vielleicht noch. Aber ich könnte mir vorstellen, der Gerd Steinbecker, wie die meisten Menschen, hat auch Wünsche. Ja, natürlich habe ich Wünsche. Und wenn ich ihn frage, was für Wünsche, wenn er sie verraten will, hätte er für 2017? Das ist relativ pragmatisch, meine Wunschkulisse. Das heißt, ich habe vor, im Jahr 2017 ein paar Konzerte zu spielen, nämlich allein außerhalb von SDS, was ich noch nie gemacht habe. Und da wünsche ich mir natürlich von Herzen, dass diese Arbeit, in der wir uns ja jetzt schon befinden, der Vorarbeit, dass die Früchte trägt und dass wir gescheite Konzerte machen und dass die gut gelingen. Wir werden sie dann noch, vielleicht gibt es schon ein paar Termine, die wir verraten können, am Schluss der Sendung transportieren. Wird gelingen, bin ich ganz sicher. Wenn ich den Gerd Steinbecker frage, es ist schon einige Wochen her. Der Gerd Steinbecker ist auch durchaus ein, ich weiß es nicht, ob man sagen kann, politischer Mensch. Kann man das sagen? Oder naja, ich bin nicht politisch tätig, aber ich verfolge und beobachte jegliche politische Situation mit Interesse. Wir kommen ja auf deine neue CD gleich zu sprechen, die ja auch bis zu einem gewissen Grad Spiegelbild von Politik und Sozialem ist. Bundespräsidentschaftswahl. Wir sind schon einige Wochen weg jetzt, Gott sei Dank. Inwieweit hat dich das gekümmert noch? Oder inwieweit das Ergebnis befriedigt oder auch nicht? Ja, es hat mich insofern gekümmert, dass ich immer dafür bin, dass ein Bundespräsident jemand ist, der nicht zu sehr parteipolitisch eingefärbt ist. Dass der jemand ist, der die Breite in Österreich vertreten kann. Und somit war ich sehr zufrieden mit dem Ausgang dieser Wahl. Das lassen wir so stehen. Und das letzte Thema jetzt zum Auftakt, weil so versuche ich den Bogen auch zu deiner CD zu spannen, ist das Thema Alter. Der Gerd Steinbecker ist ein jung gebliebener, dynamischer Musiker, Gott sei Dank, der noch sehr aktiv ist. Aber der Kalender sagt mir, es steht ein Halbrunder an in diesem Jahr. Ja. Wie kümmert dich das? Naja, man wird älter und die Freude hält sich in Grenzen. Kommen wir mal zu deiner CD. Der Gerd Steinbecker nimmt ja viel wahr, was in seiner Umgebung passiert. Das haben wir ja schon ein bisschen jetzt kennenlernen dürfen. Er verarbeitet es in seinen Liedern zu einem großen Teil. Ist es für den Gerd Steinbecker einfach das notwendige Ventil, um die Dinge zu verarbeiten, oder lebt er mehr noch, kann er vielleicht auch was verändern? Also ich glaube, einmal um die letzte Frage zu beantworten, man kann mit Musik mit Sicherheit nichts verändern. Nichts. Man kann aber Stimmungen begleiten. Man kann sie in irgendeiner Form anschieben oder verzögern, indem man vielleicht zum Denken anregt. Und auf die frühere Frage oder die Frage davor, ich habe mein ganzes Leben, solange ich Musik mache, das ist jetzt 40 Jahre fast, immer versucht, Fotografien von Situationen zu machen. Von einer Liebesgeschichte, von einer politischen Situation. Und das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen, ohne jetzt großartig Stellung zu beziehen, einfach die Situation in die auf die Bildfläche geschoben. Zeigen wir es her, das ist also das neue, schon mittlerweile mit Gold ausgezeichnete Produkt, um dieses unschöne Wort zu verwenden, ja, des Gerd Steinbecker. Was sind denn da die Themen? Oder sagen wir es mal anders, haben sich die Themen in all den Jahren, in denen du musikalisch tätig bist, verändert? Oder die Gewichtungen verschoben? Ich glaube, dass sie die grundsätzlich wichtigen Themen, die einen interessieren,
kaum je verändern. Es gibt natürlich die da sind. Es gibt Einzelsituationen wie diese, wie soll man sagen, auffallende Flüchtlingsbewegung, die wir ja vor 20 Jahren nicht gekannt haben, ist natürlich eine Veränderung, die mit einem Song da auch berücksichtigt wird in der CD, der ganz interessant entstanden ist. Eine Bekannte von mir, eine Wienerin, hat in Samos mit einer größeren Gruppe von Leuten ein Schlauchboot gekauft, das Leute aus dem Wasser ziehen kann, wo die Küstenwache nicht hinkommt. Also wenn es zu seicht wird, kann die Küstenwache nicht mehr hin. Und da ertrinken dann Leute, die einfach übers Meer kommen sollen. Okay. Und die hat gebeten, sich finanziell zu beteiligen an diesem Schlauchboot. Sie haben das alles vorfinanziert mit einer Gruppe von Leuten und dann haben wir verschiedenste Leute was dazu erzählt im Nachhinein. Und da ist mir die Idee zu diesem Song Liebe und Musik gekommen, den ich dann mit dem Erwin Schrott da drauf auf diese Platte gebracht habe. Und so entstehen halt die Ideen und für einen Song, weil nicht jede Situation ist für einen Song geeignet. Das stimmt. Ja eh, dieser Titel, das würde mich interessieren. Ja eh, wie ist dieses Ja eh zu verstehen? Also Ja eh ist entstanden dadurch, dass mir aufgefallen ist, oder ich glaube, dass es nicht viele Sprachen gibt, wo man mit 5 Vokalen 2 Sätze machen kann. Das war der Grund, warum ich überhaupt darüber nachgedacht habe. Und dann bin ich zu meinem Wirten da in Graz gegangen, der auch nebenbei Musiker ist, und hat nach 2 kleinen Bier gesagt, was er von Undu Yo Ei auch hält. Und der René, hat gesagt, ja, das ist lustig, das muss so irgendwie Undu Yo Ei klingen. Bin nach Hause gegangen, habe den Song gemacht, dann ist mir der etwas ins Alpin-Rockige entglitten. Dann habe ich den Wilfried angerufen, der ja den Alpin-Rock erfunden hat vor 40 oder 45 Jahren, ob er da mitmachen möchte, der hat zugesagt. Dann bin ich noch eine Stufe weitergegangen, habe mir den damals unbekannten, Hubert von Geusern angerufen. Der hat gesagt, ja, singen will er so politische Sachen nicht, aber er spielt gern die Harmonika und die Seidelpfeife und so ist das entstanden. Über die da alle mitgeholfen haben, wollen wir dann noch ganz kurz reden. Aber eins steht fest zu dieser CD, es war das erste Werk, du hast selber gesagt, erst einmal nach einer langen Pause. SDS ist jetzt auch schon einige Jahre fast Geschichte. Ja. Geschichte klingt so schier, aber in dieser Zusammenkunft wird man euch nicht mehr erleben, das ist definitiv. Inwiefern war diese CD dann auch ein bisschen so ein Verarbeiten dessen? Es ist so, dass das meine 5. Solo-CD ist. Ist ja nicht deine erste. Auf jeder dieser Solo-CDs haben traditionsmäßig meine 2 Kollegen einen Song mitgesungen, beziehungsweise auch Songs geliefert. Auch diesmal hat der Kollege Schiffkowitz einen Song geliefert, aber mitgesungen haben die beiden auf einem anderen Song. Der heißt Alles hat seine Zeit. Damit habe ich natürlich einen gewissen Schlusspunkt gesetzt. Wobei nicht ausschließe, dass zu irgendwelchen Gelegenheiten es zu möglichen SDS-Auftritten kommen kann, in einer Kurzform zu irgendwelchen Charity-Geschichten oder keine Ahnung. Jedenfalls Konzerte im herkömmlichen Sinn jetzt nicht mehr. Und da haben wir von Konzerten gesprochen, wie Münchner Olympiahalle, ausverkauft mehrmalig, genau. Also das sind schon die Missionen. Dennoch sagst du schon wieder, und der Gerd Steinbecker scheint mir immer wieder ein paar Zäsuren zu setzen, er sagt, das ist schon wieder das Letzte in dieser Art. Warum? Ich habe insgesamt 20 Alben gemacht, beziehungsweise mitgearbeitet dran. Ich habe das Gefühl, dass diese Befindlichkeitssongs, die Singer-Songwriter-Geschichten, die seit Dylan eigentlich von allen von uns in verschiedensten Sprachen geschrieben und gesungen haben. Aber es hat sich auch für den Dylan, der hat noch den Nobelpreis auch noch gekriegt. Ne? Was ich ihm auch sehr, wo ich nur applaudieren kann. Yeah. Ich finde das sehr toll. Jedenfalls diese Art von Lieder zu schreiben, mit der habe ich fertig, um es mit Rapatone zu sagen, weil einfach alles geschrieben ist. Die Zeit hat sich sehr verändert, die Zeit ist wahnsinnig schnell geworden. Durch digitale Möglichkeiten ist diese Ausdrucksform der langsamen Beschreibung für mich im Prinzip erledigt. Was aber jetzt nicht heißt, dass ich jetzt aufhören werde, sondern ich bin bereit für jede Form eines Konzeptalbums oder für Film, Titelmusik, die steht im Raum, deswegen erwähne ich das, das habe ich jetzt nicht erfunden.
Also Arbeitsstopp wird es nicht geben. Das ist aber die wichtigste Botschaft, glaube ich. Vielleicht noch zu den Herrschaften, die du schon erwähnt hast, die hier mitgearbeitet haben oder beteiligt waren. Vielleicht beginnen wir mit etwas, was wir nicht gesagt haben. Es finden sich auch STS-Klassiker, die symphonisch mit dem Kolonowitz, wer sonst als er, hier verarbeitet wurden. Was war da die Idee? Dadurch, dass ich das so irgendwie als Abschlussalbum dieser Singer-Songwriter-Geschichte sehe, habe ich mir gedacht, das wäre doch interessant, wie klingen ein oder zwei Songs von mir im philharmonischen Gewand. Gut, sage ich. Ja, ich bin auch sehr zufrieden und ich war dann sehr, wie soll man sagen, impressed, als ich diese Klangkulisse in den Rosenregel-Studios miterleben durfte, kann ich fast sagen. Es war also wirklich eine tolle Geschichte. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Erwin Schrott, auch etwa einer aus einem ganz anderen Metier, ein lockerer Bursch zwar, aber Oper und Klassik ist sein Thema. Wie kam es dazu? Ich wollte für diese Nummer Liebe und Musik ein Gegengewicht haben, ein Gegenbild. Wenn man will, so wie es manche Rapper machen, die mangels einer Melodie dann irgendeine Melodie sich ausleihen. Ich wollte mangels, wie soll man sagen, Conclusio-Gesangs jemand haben aus der Oper. Okay. Sängerin, Sänger, und der Christian Kolonowitz hat den Erwin Schrott, oder kennt ihn gut, hat ihn gefragt, ob er das machen will. Und Erwin Schrott hat den Text gelesen und auf den Text hin gesagt, das will er sehr gerne machen. Und es ist insofern interessant, es ist nicht einmal seine wirkliche Lage. Erwin Schrott ist ein Bariton. Ja. Das ist fast ein bisschen zu hoch und es gibt seine Begeisterung, dass ich mich also wirklich gefreut habe, dass er das gemacht hat. Und der ist auch gut mit dir und mit dieser Art von Musik zurechtgekommen, offenbar. Natürlich, wenn man Erwin Schrott kennt, der ist breit eigentlich aufgestellt. Er ist gewohnt, außerhalb der Oper auch Dinge zu machen. Ein Punkt noch, also ein Wilfried war dabei, ein Hubert von Geusern war dabei, deine Jungs, wenn ich das so sagen darf, war dabei. Wenn wir so dieses Kapitel der Hochzeit von STS Revue passieren lassen, diese klassische Zeit des Austropop, wo ihr auch dazugehört habt seit Fürstenfeld, die ist doch vorbei und unwiederbringlich, oder? Wo Gott sei Dank einzelne Herren durchaus noch zugange sind. Ja, es hat, wie in diesem Songtitel mit STS zusammen, alles sei Zeit. Das muss man so sehen. Also wir, die aus der Zeit kommen, können damit immer noch reüssieren. Aber neue Leute werden das jetzt in dem Sinn nicht mehr machen, obwohl es Wanda gibt, es gibt Bilderbuch. Ja. Aber obwohl ich die auch sehr schätze, klingen sie trotzdem wie die Enkel von Falco. Das geht vielleicht noch als die sind ja sehr erfolgreich. Es geht vielleicht als Zusammenfassung dieser alten Zeiten oder so. Aber was bleibt, ist diese Nachhaltigkeit, um dieses unschöne Wort zu verwenden, der Musik, die damals gemacht wurde, von euch, von einem Falco, von der ERV. Apropos ERV, einen haben wir hier vergessen, der, mit dem du auch zutiefst befreundet bist, der Thomas Spitzer. Ja. Der spielt ja auch eine wesentliche Rolle in deinem Leben und in deiner Musik. Das kann man so sagen. Ja. Dann sagen wir vielleicht ein paar Stichworte, lieber Gerd Steinbecker. Was da gerade spontan einfällt zum Thema Freunde? Zum Thema Freunde, wenn wir schon beim Thomas Spitzer sind. Wir haben vor rund 50 Jahren zusammen die erste Rockband in Graz gehabt. Ja, das war schon zwei Tage her, gell? Namens Mephisto. Da hat er die Gitarre gewürgt, bis sie fast gebrochen ist. Ich habe am Boden liegend herumgebrüllt und geschrien, weil ich war nämlich der Sänger. Ja. Und jetzt hat er auf meiner jetzigen CD wiederum Gitarre für mich gespielt. Das war sehr schön, das war sehr erhebend. Man musste ihn fast zwingen dazu, weil er immer der Meinung ist, dass andere das besser kennen. Ja. Aber es ist letztendlich gelungen und ich freue mich sehr, dass er da sehr genialer, drauf ist. Genialer Musiker und eben Freund von Gerd Steinbecker, Griechenland. Unvermeidliche Frage. Ja, ich lebe das Drittel des Jahres lebe in Griechenland. Ich habe zwei Häuser in Griechenland, auf zwei sehr unterschiedlichen Inseln. Das heißt, also ich habe drei Wohnorte und das reicht aber. Mehr braucht man nicht. So kommst du übers Jahr, Fürstenfeld? In Fürstenfeld habe ich grundsätzlich nichts zu tun, außer dass ich bei Schiffes Lied mitgesungen habe. Aber ich bin Ehrenbürger von Fürstenfeld, so ich habe ja doch was zu tun. Eins noch, Rolling Stones. Rolling Stones hat mein Leben begleitet länger als der Thomas Spitzer, das sagt alles. Das sagt alles.
Lieber Gerd, zum Schluss noch einmal für diejenigen, die sich sagen, huch, das wäre eigentlich das richtige Weihnachtsgeschenk gewesen. Es ist nie zu spät, sich einen Gerd Steinbecker ins Regal zu stellen und nicht nur das, sondern sich auch anzuhören. Letztes, vielleicht können wir ein paar Termine verraten, weil du gesagt hast, 2017, also diesem Jahr, ist Tournee angesagt. Ja. Vielleicht ein, zwei Termine? Ganz grob nur, weil ich habe die Termine nicht an meinem Kopf. In die zweite Maihälfte machen wir auch Österreich-Termine und in der ersten Novemberhälfte 6 Deutschland-Termine. Dazu wünsche ich toi, 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 einen guten Start ins neue Jahr. Du hast eigentlich den Boden eh schon bereitet mit dieser tollen CD und wünsche viel Erfolg eben mit deiner Musik und es möge noch mehr werden. Dankeschön, dass du da warst. Ich bedanke mich. Lieber Gerd, Ihnen, meine Damen und Herren, wie immer ein großes Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Gute. Wir sehen uns.